Die Aufmerksamkeit wieder beim Ein- und Ausatmen. Leichter, selbstverständlicher. Besteht dabei ein Achtsamkeitsrahmen, das Atemerleben. Geist hilft, gegenwartsbezogen Körper zu verweilen. Nichts könnte uns mehr interessieren als dieser eine Atemzug jetzt im Körper. Unserem Weg der Loslösung, lassen wir zunächst körperlichen Aktivitätsdrang zur Ruhe kommen.
dir nichts mehr zu tun. Die Achtsamkeit innen gerichtet ist. Jagd nach dem großen Glück da draußen in Sinnlichkeit. Friedlich einschlafen. Eine Erleichterung Platz machen. Innere Unabhängigkeit entspringt. Muss die Sinnenwelt da draußen nicht mehr Unzufriedenheit anbetteln. Wenn ich in mir achtsam und wissensklar ein- und ausatmen kann, wenn es natürlich in jeder Meditation Fluktuationen gibt, konzentriert wir gerade sein können, ganz allmählich werden die Momente der Erleichterung womöglich häufiger. Stellt sich diese freudige Leichtigkeit
des Geistes ein. Alles weniger kompliziert, endlich ganz einfach wird. Atemzug. Achtsamkeitsrahmen, Körper. Leichter der Geist. Mit einer gewissen heiteren, freudigen Stimmung. Für sich das Ein- und Ausatmen entdeckt. Als direktes Erleben der Gegenwart.
Freude, die sich schon noch nach Identität anfühlen kann. Ein ganz allmählich Platz machen, einem friedlichen Wohlgefühl im Körper. Er hätte gedacht, dass er sich so angenehm anfühlen kann, einfach nur im Körper, in der Gegenwart, achtsam zu atmen. Mit jedem Atemzug können wir dieses Wohlgefühl den ganzen Körper ausfüllen lassen.
auch dieses Wohlgefühl, dass das Potenzial hat zum angenehmsten Wohlgefühl zu werden, das uns Menschen überhaupt zugänglich ist, hat natürlich eine verlockende Wirkung. Unsere Identifikationsgewohnheiten ganz ohne Eile, ganz besonnen, wollen wir jetzt beobachten, dass auch im meditativen Vorgang ein geistiger Aktivitätsdrang noch mitmischt. Drang, der sich immer wieder um das Empfinden dreht. Ist es angenehm genug? Ist es lang genug angenehm? Warum ist es auf einmal unangenehm? Merkt, dass da ein Duckerpotenzial verborgen ist. Alles, womit wir uns identifizieren, bereitet ja Sorge. Ohne jetzt aus Trotz das angenehme Empfinden gleich abschaffen zu wollen, machen wir uns nur den geistigen Aktivitätsdrang sichtbar. Der um das Empfinden kreist. Während wir achtsam ein- und ausatmen.
lassen wir allmählich, allein schon durch das bewusste Erleben, auch diesen Drang zur Ruhe kommen. Empfindungen, ja immer hinein interpretierte Empfindungen sind, bewusst wird, hilft das dem geistigen Aktivitätsdrang noch mehr sich zu legen. Das ganze Getue um Empfinden einer neuen Gelassenheit weichen. Empfinden, unsere Besessenheit damit nach und nach zur Ruhe kommen.
dann geht's um 2 Uhr weiter mit dem Nachmittagsteil.